Jetzt reagieren wir auf Lars' neues Video. Ich wurde von Jumbro konfrontiert im größten Schwimmbad. Okay, schauen wir mal. Hey Leute, mein Name ist Laso. Ich bin hier gerade in München. Wir haben hier Bombenwetter. Jumbro ist auf die Idee gekommen, mich einzuladen ins Schwimmbad. Also hier, wie ihr sehen könnt, Bombenwetter, stabil, Jan. Du hast echt stabile Ideen, ey. Anstatt, dass du einen heißen Tag aussuchst, du suchst dir den regnerischsten Tag in der Geschichte der Menschheit aus. Stabil, Jan, ey. Ja, es tut mir wirklich leid. Das ist halt das Problem, weil wir zu oft unterwegs sind und halt immer mit zu vielen Leuten gehen, muss man sich auch irgendwann jeden anpassen. Wisst ihr, wie ich meine? Und da das Video diese Woche kommen musste, mussten wir leider in diesem Dreckswetter das Video machen. Und normalerweise war das Video so geplant, dass wir wirklich nur die Rutschen testen, ne? Also wir haben 4 Rutschen getestet, obwohl 26 gibt, aber weil das Wetter so schlecht war an dem Tag, waren draußen die Rutschen gar nicht auf, Bruder. So ein Scheiß, Alter. Aber trotzdem war das ein cooles Video, Bro. Ich fand's sehr geil. Hätte noch besser werden können, weißt du, wie ich meine? So, bis Jumbro da ist, wollte ich noch mal kurz eine Sache loswerden. Ich wollte über Reichtum und Erfolg sprechen. Wenn ihr reich werden wollt, dann müsst ihr einfach nur meine Geheimtipps und meine Geheimformel befolgen. Diese besteht aus aufhören runterzuholen, aufhören Zeit zu verschwenden, aufhören Zeit in Frauen zu investieren, aufhören runterzuholen und aufhören... Das sind Sachen, auf die ich niemals verzichten könnte. Es tut mir wirklich leid. Und runterzuholen. Sei einfach stabil und dann wirst du irgendwann mal erfolgreich und reich. Weißt du, was ich meine? Und nach wie vor warte ich immer noch... Ach, deswegen wäre ich nicht reich. Okay, dann soll ich aufhören. Auch hier und Jumbro ist immer noch nicht da. Steifen. Ich habe mittlerweile eine Frau gefunden, geheiratet und sogar einen Sohn bekommen. Dieser studiert jetzt Physik an der Howard University in Kurdistan. Aber nach wie vor stellt sich die Frage, wo zum Geier bleibt Jumbro? Guck mal, wisst ihr, wie es eigentlich abgemacht war? Ich habe ihm gesagt, Bruder, fahr erst los, wenn ich dir Bescheid gebe, weil wir müssen am nächsten Tag früh ein Auto mieten und dann fahren wir los. Dann sind wir um 10 Uhr morgens aufgestanden, hatten erst um 12 das Auto. Ja, normal, wir brauchen 6 Stunden. Habe ich gesagt, fahr um 6 Uhr morgens dahin? Nein, habe ich nicht. Can, Abi und ich haben eingecheckt mit Osan und Burak. Hier ist Osan. Der ist steifen, Digga. Das ist Burak Jones. Chill. Und das ist Can, der ist gerade an der Rezeption und tut irgendwelche Dinge klären, Papierkram. Steifen. Können Sie ein bisschen was zu diesem Hotel sagen vielleicht? Bug, jetzt wo man dabei ist, Bruder, es ist einfach unangenehm, wenn er den Leuten steifen sagt, so fremden Leuten. Er nimmt die direkt auf, Bruder, ohne Schamgefühl. Das Beste. Und ich habe einfach Angst, dass der Typ überreagiert und sagt, ey, nimm mich nicht auf und so, weil man keinen Bock auf die Situation hat. Aber er hat positiv reagiert, Steifen. Können Sie ein bisschen was zu diesem Hotel sagen vielleicht? Das beste Hotel in München. Steifen. Können Sie Steifen sagen? Nein. Das ist ein Slang. Warum? Warum? Digga, voll unangenehm. Wallah, es war mies unangenehm. Wenn man das in echt erlebt. Und das Ding ist, er wird dir mal das 8-mal einblenden. Das beste Hotel in München. Einfach Bier, ey. Stabil, ey. Steifen von Jan, er bringt uns ein Hotel mit Bier. Das beste Hotel in München. Auf jeden Fall, wir checken jetzt ein hier in dieses Zimmer. Wir haben Kassenpottzimmer mit Hochbett. Stuttgart und Genchoju, Laso. Ja, ich schaff das nicht. Ich knall auf die Decke. Genchoju! Um nochmal zu dokumentieren, dieses Bett gehört dir, das untere gehört mir und du bist da oben. Ja. Und wie sieht's mit dir aus, Burak Jones? Ich schlafe auf dem Tisch. Da haben wir uns geeinigt. Das beste Hotel in München. Also das Bad kann man machen, ist eigentlich ganz okay. Das Bad hat einen Föhn. Mal sehen, ob dieser Föhn hier funktionsfähig ist. Test bestanden, der Föhn ist funktionsfähig. Das beste Hotel in München. Hast du dein Handy geklaut? Ich hab dein Handy nicht geklaut. Wo ist mein Handy? Ich hab's nicht. Find's nicht. Ey, das Zimmer war mies gruselig. Ich hab mein Handy verloren, Laso hat sein Handy verloren. Und wir haben einen Tag davor, wisst ihr, über was wir nur geredet haben? Der Jones hat seit Tagen Albträume. Kennt ihr das, wenn eine schwarze Kreatur in euren Traum kommt? Bei uns sagt man doch, ist wie ein Teufel so. Weißt du, ich meine? Der hält so deinen Mund zu, du kannst nicht reden oder der drückt dich runter, obwohl du wach bist. Kennt ihr das? Ich hoffe, ihr kennt's nicht und ich hoffe, ich hab euch damit jetzt keine Angst gemacht. Ihr braucht vor sowas nicht Angst zu haben. Kann aber was dann einnehmen. Und dann haben wir mit Laso darüber gesprochen und so und dann wollten wir Laso in der Nacht richtig erschrecken. Wir haben geplant, dass wir alle so mäßig schlafen, Osan aber Selbstgespräch wird und durchdreht im Schlaf, um Laso Angst zu machen. Aber dann sind wir alle eingeschlafen, das ist dann nicht passiert. Und ich habe dann noch Laso einen Tag vorher gesagt, ey Bro, also unter 4 Augen, ist so, ey Bruder, Osan redet manchmal im Schlaf, aber ich will das jetzt nicht, dass es ihm unangenehm und so damit Bescheid weiß. Naja, hätte witziger werden können, aber wir waren zu müde. Nicht. Kann ich auch nichts dagegen machen. Wo ist mein Handy? Also zuletzt habe ich es im Aufzug gesehen und da habe ich irgendwie gesehen, wie ein Mann das eingesteckt hat im Aufzug. Das beste Hotel in München. Erstmal Outfit-Check. 5000 Euro Versace-Pulli, 20.000 Euro Adidas-Hose, 30.000 Euro Dior-Schuhe. Jacke, College, Christian Mior, hat mich satte 12.000 gekostet. Ohne Spaß, 12.000. T-Shirt ist von On White, ich will nicht lügen, 30.000 gekostet. Hose ist aus Kurdistan, aber maßgeschneidert, 2.500 gekostet. Adidas-Hose, aber Nike-Zeichen. Ach, Bill, ja, Doni, das wäre der Witz. Nike Cactus Jack Schuhe von Travis Scott hat mich 2,50 gekostet. Kommentiert, welches Outfit besser ist, von Can Brock oder das Outfit von mir? Du kleiner wieso blendest du in deinen Sweet-Videos alte Bilder von mir ein? Du siehst aus wie so ein Penner. Das kann ich dir sagen, weil du immer gleich...
Guck mal, er hat aus dieser Szene einfach, ich wurde von John Brook konfrontiert gemacht. Er hat so Beef-Thumbnail-Titel gemacht, hat 5000 Klicks mitgenommen. Obwohl ich noch was ganz Normales gefragt habe, Bruder. Oh Mann, ey. Na, okay. Aufhören, runterzuholen. Wir werden jetzt ein Restaurant hier testen. Es nennt sich McDonald's hier. Also ich habe noch nie davon gehört. McDonald's. Ich esse hier nur ein Eis, weil McDonald's ist haram. Ich esse hier ein Filet-O-Fisch. Eine Apfeltasche ist grotesk. Das würde ich nicht anfassen wollen. Einfach Flashback bekommen, wo ich 6 geschrieben habe. Grotesk. Irgend so ein Deutschbuch haben analysiert. Ja, ich weiß. Ich glaube, wir haben dasselbe Buch gelesen. Wie hieß es nochmal? Goethe Faust. Ja, genau. Eiskalt. Ja. Guck, wir sind nicht irgendwelche dummen Schwarzköpfe. Wir haben auch ein bisschen Bildung genossen. Ein bisschen. Also so sieht der Laden hier aus. McDonald's. Also ich selber war noch nie hier. So sieht die Karte hier aus. Mit Chicken Nuggets und sowas. Ich bin gespannt. Ich habe hier noch nie in meinem Leben gegessen. Was wirst du jetzt zum ersten Mal hier essen? Seh, es gibt nichts Unangenehmeres, wenn Lazo einfach random aufnimmt. Schweine McRib. Schwein, das klingt interessant. Weißt du schon, dass er das jetzt rausschneiden wird und 1000 Mal am... Genau, und man darf bei Lazo nichts Falsches sagen, weil sonst wirst du 8-mal im Auto... Wenn das reicht, oder? Schweine McRib. Filet und Fisch, Bruder, weil wir achten auf Halal. Also was ich hier super finde, ist, dass sie hier Maschinen haben, wo man sich selber bedienen kann und die Menüs auch selber bestellen kann. Das ist wirklich High Technology und faszinierend. Lass doch mal aus, Bruder. Ja, steifen, Digga. Schweine McRib. Wir haben jetzt erfolgreich bestellt und die Bestellung auch bekommen hier. Gibst du mir? Hier, nimm. So, bitte. Bruder, die Mitarbeiter konnten nicht mal Deutsch sprechen. Das hat mich mies getriggert. Wir müssen es von den Steuern absetzen. Also, warum willst du deinen Bon haben, diese paar Euro? Bruder, das Essen hat 50 Euro gekostet und ich will es absetzen. Meine Mutter f*** mein Leben. Sammel deine Steuerpapiere und sowas, Digga. Halt deine f*** und gib einfach meinen Bon. Von Steuern absetzen. Wer den Cent nicht erbt, ist den Penny nicht wert. Merkt ihr das? Oder nicht? Digga, ich hab mich voll komisch gefühlt, weil ich wollte nur meinen Kassenbon. Diese Worte. Filet-O-Fisch hab ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Was hast du, Burak? Ich esse Pommes. Nur Pommes? Nur Pommes. Der Burak ernährt sich heute nur vom Fritten. Ich gebe dem Ganzen eine 7 von 10, kann man machen. Also Fisch ist immer gut, sage ich euch ehrlich. Ich gebe dem Ganzen auch eine 7 von 10, weil Fisch kann man immer machen. Fisch hat viel Omega-3 und das ist gut für die Jarak-Muskulatur. Digga, das kam so random. Das kam so random, Bro. Wisst ihr, was danach passiert ist? Danach, ne? Es kam so ein Besoffener rein. Er schreit so rum. Irgendwie so, seine Mannschaft hat verloren. Irgendwas war. Danach, Lazo will ihn aufnehmen, weil er hat direkt gewittert. Oh, das könnte gut für Video kommen. Er kommt zurück. Er sagt, oh Mann, okay, wieso liegt mein Cheeseburger auf dem Boden? Erstens war ein Filet-O-Fisch. Er einfach, Bruder, an dem Tag waren irgendwie Geister am Start. Sein Burger lag mit der Packung einfach auf dem Boden. Er hat draufgetreten und dann hat er den Burger noch gegessen. Ja, und dann eine Sache dürft ihr nicht vergessen. Filet-O-Fisch und Fischgerichte sind gut für die Jarak-Muskulatur. Was ein wissenschaftlicher Fakt so lustig ist. Ich hab auch mein Leben nicht klar, was da. Das beste Hotel in München. Guten Morgen, wir sind hier gerade im Hotel. Ich habe mir hier Frühstück gegönnt, Käse aus Nordkurdistan und 2 Eier aus den Alpen. Und wir haben hier Chan und Burak Jones, die gönnen sich hier auch Frühstück. Was hast du hier gegönnt? Schweinegeflügel, okay. Mit Schweinekäse und Schweinebrötchen. Was hast du geholt, Burak? Kochschinken mit bisschen Jarak-Muskulatur. Hast du mal den kleinsten Glas der Welt bestellt? Ich lass mich nicht rum. Ich werde 10 Mal nachfüllen. Bitte berühren. Berühren. Sieht aus wie ein Obdachloser, Bruder. Ich hab nicht mal geduscht. Guck mal, fettige Haare, Augenringe. Gar nicht gut, Mann. Ist die Nummer 1? Verarschen lasse ich mich nämlich nicht. Danke Ihnen, Sie leisten sehr gute Arbeit. Unangenehm, Bruder. Und ich höre ja alles, wie er die Leute aufnimmt. Ich laufe einfach bewusst weg, weil ich will einfach mit der Situation nichts zu tun haben. Er nimmt einfach random einen Kellner, einen Typen auf, der da steht und sagt, Sie arbeiten sehr gute Leistung. Dankeschön, Steifen und so. Verarschen lasse ich mich nämlich nicht. Danke Ihnen, Sie leisten sehr gute Arbeit. Dankeschön. Das beste Hotel in München. Bruder, und das Ding ist, er scheint das ja zu Recht. Er hat es dann nochmal 6 Mal gesagt. Vielen Dank, wirklich. Nein, ich meine es wirklich ernst. Vielen Dank. Vielen Dank. Ey, und in München haben uns voll viele Leute erkannt, okay? Die Leute geben mir Hand. Die erkennen mich, machen ein Foto. Er sagt, danke, danke fürs Foto machen. Weil die mit ihm kein Foto machen. Er sagt, danke, danke. Naja, vielen Dank, vielen Dank. Danach, die Leute geben Hand. Er gibt danach auch Hand. Hey, du kannst mir auch die Hand geben. Er gibt den Leuten die Hand. Er lässt los und gibt wieder Hand. Er macht die ganze Zeit so. Ja, Mann, und er verwirrt einfach die Menschen, Bruder. Und ich habe diese Verwirrung von den Menschen in deren Gesichtern gesehen. Also, ja, ich mach das, damit die mich halt nie wieder vergessen, so mäßig. Bruder, ich gebe einem die Hand. Okay, stell euch ganz normal vor, ihr seht mich, ihr gebt mir die Hand. Ich sag, hey, 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 okay, ich geh weiter. Danach gibt dir Lazo die Hand. Lazo lässt los und nimmt danach wieder deine Hand. Und er gleibt so über deine Hand. 3-4 Mal. Bruder, ganz ein Psychopath. Walla, ein Psychopath. Burak Abi, Outfit of the Day, kurz, check. Outfit of the Day, Schuhe von meinem Opa aus Türkei. Aus dem Dorf. Jarak-Muskulatur. Ich hab doch nichts gemacht. Hey!
Kein Blass Schirm, was hier gerade passiert. Aber ich sollte, glaube ich, hier streiten. Das sind hinter den Kulissen von unserem Blog, Digga. Man sieht in unserem Video nur, wie in unserem nass wurde. Aber Jones wollte mich auch unbedingt nass machen, obwohl ich mit diesem Geschehen nichts zu tun hatte. Und deswegen ist das nicht reingekommen. Richten. Alles gut, Jungs. Streiten euch nicht. Alles gut, Jungs. Es ist Wasserverschwendung, hör auf. Das kam genau aus der Mittelstätte raus. Steifen Rahmen. Schönen Gruß an Osa. Wenn ihr wüsstet, was hier gestern Abend abging, alles. Ja, doch, Lase, kein einziges Wort. Sein ganzes Image mit Bumpen und so, alles Bluff. Lase ist der netteste Junge der Welt, Digga. Ich war gestern schockiert, als ich von Frau hinbringen wollte. Dann von da so eine Anzeige bekommen, mein Bruder, das ist nicht gut, Bruder und so. Also, ich kann euch nur sagen, gestern ging echt was ab, Alter. Das ging gar nichts ab. Das ging sehr viel ab. Es ging gar nichts ab, Leute. Frau Osa, ich muss echt sagen, du bist echt sportlich im Bett, ey. Muss man wirklich sagen. Schönen Gruß an Osa. So, wir waren. Guck mal, ich will mal ganz kurz was dazu sagen. Ich will Lasos Image kaputt machen. Digga, wenn wir auf Lasos Videos reagieren. Guck mal, das Ding ist, ich habe ja Lasos schon ein, zwei Mal getroffen, aber niemals länger als eine Stunde. Und hier waren wir ja so gefühlt anderthalb Tage so zusammen, okay? Ich dachte immer, Lasos ist voll der Psychopath, Bruder. Ich dachte immer, er ist voll der Fuckboy. Weil er sagt immer Bumsen, Steifen, Klötenlecken, weißt du, ich meine? Aber Walla, das ist der wirklich einer der liebsten Jungen, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich schwör's dir. Und das hat mich da mies getrennt, weil ich dachte, boah, gestern ging's mal abbumsen, dies, das, das. Ich habe auch nur Spaß gemacht, Digga. Da waren keine Frauen oder sowas. Die machen sowas nicht. Aber ja, so, der spielt nur eine Rolle. Ja, er spielt wirklich halt eine Rolle. Und in unserem Vlog sieht man ihn auch voll auf Lachen, aber in seinem Video achtet darauf, dass er halt immer so als Psycho rüberkommt. Weißt du, meine? Hat er aus seinem Vlog-Stil, Bruder. Er dokumentiert einfach Sachen. Wir vloggen, zeigen, machen so Dings und er einfach, ich bin gerade im McDonalds und hier war ich noch nie und McDonalds ist so cool. Weißt du, meine? Aber es ist seine Art. Und wenn es funktioniert, soll es funktionieren. Das, ich finde ihn ja auch selber witzig, sonst hätte ich ihn ja nicht mitgenommen. Ich wusste, dass es funktionieren wird. Eine Nacht hier im Hotel haben wir verweilt. Und jetzt gehen wir wieder runter, checken uns aus und besuchen die größte Therme bzw. das größte Schwimmbad der Welt. Wie fühlt ihr euch? Müde Shit. Ich bin sehr motiviert und freue mich auf die Wasserrutschen. Ich bin glücklich, dabei zu sein. Ich bin ebenfalls glücklich. Das war ein wunderschönes... Lars ist der Einzige, der so vloggen kann. Ja, das stimmt aber wirklich, Bruder. Von niemand anderem würde ich mir das sonst reinziehen. Hotel hier, guter Service. He say it's good hotel and good service. Er hat sie auch gefragt, ob sie Steifen sagen kann. Aber er hat es rausgeschnitten. Und weil sie das auf Deutsch nicht verstanden hat, diese Steifen, habe ich ihr gesagt, he say it's a good hotel, good service. Bruder! Good service, yes. So, Can Abi hat hier die Rechnung beglichen. Ja. Und Osan Abi hat sich hier ein Sandwich gemacht. Bro, das Problem ist, im Ausland kannst du Menschen aufnehmen, Digga, die sagen nichts. Aber er macht es einfach in Deutschland, Bruder. Du gehst einfach mit der Kamera in die Gesicht und sagst, der Ort hat uns gefallen. Aber wie schmeckt jetzt dieses Sandwich? Sag mal. 9 von 10, Allah. Wir haben tatsächlich schon vor Osan gefrühstückt. Da war er noch am Träumen. Feuchte Träume. Das beste Hotel in München. So, wir befinden uns hier gerade vor der größten Therme der Welt. Ich nehme mir einfach die hier. Ja, Pinke Bardo. Also, das ist wirklich die größte Therme in Europa, so wurde es uns erklärt, aber ich fand die Therme jetzt nicht krass. Hätte man noch die Rutschen draußen testen können, wäre es geil, aber es hat sich nicht gelohnt, extra aus Istanbul nach Deutschland zu fliegen, von Deutschland nach Berlin mit dem Zug zu fahren, dann da ein Auto zu mieten, dahin 6 Stunden zu fahren und dann wieder zurückzukommen. Klar, das Video hat sich gelohnt. Video ist eine 1 von 10, Video hat fast 250.000 Aufrufe, tamam, aber das war bei weitem nicht besser als Tropical Island zum Beispiel. Ich würde da nicht nochmal hingehen. So, sag ich, wie es ist. Gibt bestimmt bessere Wasserrutschenparks. Weißt du, was ich meine? Hallo, wir dokumentieren, wie wir gerade eine Badehose kaufen. Können Sie was zu Badehosen sagen? Hallo, die Dame möchte nicht aufgenommen werden. Ja. Respektiere ich ja. Dankeschön. Tut mir leid. Ich entschuldige mich für meinen Freund. Can, du bist ein Zinker. Ich bin ein Zinker. Ich lebe hier in Deutschland und ich schätze hier die deutschen Gesetze. Und Datenschutz wird bei mir groß geschrieben. Stabil, bei mir wird es klein geschrieben. So, nachdem ich meine Badehose gekauft habe, haben wir jetzt eingecheckt hier. Zusammen haben wir eingecheckt und ich habe die 1117 hier. Die ist hier, Laso. Das wäre das hier. Das ist unsere GoPro. Can hat sich hier neues Spielzeug gekauft. Das ist die GoPro 10, wenn sie mal rauskommen würde. Das ist eine Action-Kamera. Steifen, wow, so eine Kamera habe ich noch nie gesehen. Es ist extra wasserdicht und wärmedicht und alles drum und dran. Es gibt immer ein erstes Mal da so. So wie gestern Abend im Hotelzimmer. Genau. Digga, das war eine Session, ey. Ihr wollt gar nicht wissen, was da alles passiert ist. Aber ich werde auch nicht zu sehr ins Detail gehen, das ist egal. Es ist gar nichts passiert. Schweine-McRib. Schweinekäse, Kochschinken und Schweinebrötchen. Käse aus Nordkurdistan. Schweine-McRib. Das beste Hotel in München. Travis Scott bringt uns ein Hotel mit Bier. Aufhören runterzuholen. Schweine-McRib. Aufhören runterzuholen. Mit bisschen Jaragmus-Glottur. Schweine-McRib. Das beste Hotel in München. Der Steifen, Digga. Mit bisschen Jaragmus-Glottur. Schweine-McRib. Vergiss eine Sache nicht, wir geben dir wieder einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Laso-Videos reagieren sollen, macht das bitte auch und abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen, damit wir dieses Jahr noch die 500.000 hier voll machen. Ihr dürft eine Sache nicht vergessen, Digga. Filet-O-Fisch ist gut für die Jaragmus-Glottur. Ja, Mann, danke fürs Einschalten, passt auf euch auf, wir sehen uns morgen wieder. Okay, tschüss.